Heute Sonne. Die Sonne ist ein Schlüsselwort in allen heiligen Schriften der Welt. Das haben wir lange vergessen, weil wir naturvergessen geworden sind. Mitten in der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Freunden, die Sonne des himmlischen Vaters sorgt für alle. Für mich ist Gott nichts anderes als die Sonne hinter der Sonne. Und diese Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, wie alle Menschen heute brauchen. Also die Lösung der Energiefrage und die Lösung des Klimaproblems ist die Sonne. Die Lösung steht am Himmel. Die alten Kelten, die hier vor 2.000-3.000 Jahren gelebt haben, die wussten das noch. Die haben morgens zur Sonne gebetet und abends. Wir müssen lernen, mit der Natur und nicht mehr gegen die Natur zu wirtschaften, zu arbeiten und zu leben.